Hey Leute und herzlich willkommen zurück zu JavaScript. Heute gucken wir uns an, was wir alles mit dem bisher Gelernten machen können und schauen uns eine einzige neue Funktion von JavaScript an, nämlich ein Intervall zu setzen. Das ist sozusagen wie eine Funktion, immer nach einer gewissen Zeit wieder aufzurufen. So, genug gelabert, es geht um Animationen. Wir wollen uns heute dieses wunderbare Div hier so animieren, dass es das da macht. Sieht es nicht cool aus? Ja, ich habe es natürlich vorher ausprobiert und habe es einfach mal gelassen und ja, jetzt machen wir das Ganze selbst. Okay, das hier brauchen wir nicht, zumindest nicht in der Form. Wir wollen uns als erstes mal unser Div hier, ich habe das hier übrigens geändert hier, Div 1, wollen wir uns speichern in eine Variable x. So, diese Variable x enthält jetzt unser Div, also quasi das komplette Paket hier, was hier rüber geschoben werden soll. Und jetzt wollen wir das Ganze nur noch animieren. So, was wir animieren wollen ist, das Element, das wir animieren wollen, ist der Margin auf der linken Seite, denn wir wollen es ja nach rechts verschieben, also wird der Margin auf der linken Seite größer werden. Okay, das bedeutet, wir brauchen hier erstmal eine Variable, wie viel Margin denn wir drauf addieren wollen. Jetzt habe ich eigentlich schon quasi das ganze Geheimnis verraten, wir addieren immer ein bisschen was auf den linken Margin drauf und irgendwann ist der Margin so groß, dass es eben stehen bleibt. Okay, und zwar war, nennen wir sie einfach mal add, ist gleich 0 am Anfang. Am Anfang soll das Objekt genau da sein, wo es normalerweise ist, also wo es ist, wenn ich das ganze Ding lade, also da. Und dann soll es nach und nach ein bisschen weiter nach rechts verschoben werden. Okay, so und jetzt brauchen wir den Timer, der immer wieder eine Funktion ausführt nach einer gewissen Zeit. Und das machen wir jetzt mal hier, das ist auch in einer Variable drin, denn man muss den Timer auch wieder abschaffen können, sonst geht der unendlich weiter und wir haben irgendwann Probleme, wenn wir zu viele Timer haben, dann brauchen wir zu viel Leistung vom PC einfach und deswegen, ja, wäre nicht so geil, deswegen müssen wir es auf jeden Fall wieder beenden können, deswegen müssen wir das alles in eine Variable reinspeichern und wir sagen ID dazu und die Funktion, die wir brauchen, ist setInterval. SetInterval macht genau das, es führt eine Funktion alle so und so viel Zeiträume durch. Und die Funktion, die wir ausführen, die nennen wir jetzt einfach mal gar nicht, sondern wir definieren sie uns direkt hier drin. Ihr könnt eure Funktion auch außerhalb definieren und dann hier reinschreiben, wie diese Funktion heißt. Aber wir schreiben uns diese Funktion einfach direkt hier hinten hin, beenden sie wieder. Aktuell wird einfach nichts ausgeführt. Wir brauchen hier keinen Funktionsnamen anzugeben. Das ist eine unbenannte Funktion, die nur für dieses Setintervall hier funktioniert. Okay? Das heißt einfach dieses Function-Dingens da reinschreiben und hier in diese Klammern kommt wieder mal der Code rein, der tatsächlich in der Funktion ausgeführt wird. Und dieser Code wird dann alle, keine Ahnung, machen wir hier mal eine 5 rein. Das bedeutet so viel wie, ich glaube, er wird dann 5 mal in der Sekunde ausgeführt. Bin mir aber nicht genau sicher, wie oft das Ganze tickt. Okay, ist gelogen. Ich habe gerade eben nachgeguckt. Das bedeutet, diese Funktion hier wird alle 5 Millisekunden ausgeführt. Das heißt, es ist sozusagen 5 Millisekunden Pause, Funktion ausführen. 5 Millisekunden Pause, Funktion ausführen. Ist quasi wie eine While-Schleife, die immer pausiert. Und zwar genau 5 Millisekunden pausiert und dann wieder weiter tickt. Bis wir eben sagen, Clear Intervall, das hebt das Ganze wieder auf. Okay, also wir sagen hier als erstes mal den Abbruchfall. Wenn das, was wir drauf addieren, also die Funktion, die Variable add, wenn das mehr oder gleich viel wie 500 ist, dann wollen wir aufhören, dann geht es nicht mehr weiter und das sagen wir dann einfach clear Intervall. Und hier muss jetzt diese Variable ID rein, sonst haben wir ein Problem. Ups. Denn sonst wissen wir nicht, welches Intervall wir jetzt klären können. Wir können natürlich beliebig viele Intervalle auf einmal setzen und über diese ID von dem Intervall können wir jetzt sagen, okay, es ist genau dieses Intervall, was dann eben nicht mehr ausgeführt wird. Okay, aber ansonsten müssen wir das Ganze animieren und zwar bis hin zur 500. Naja gut, wie bis wohin ist uns eigentlich egal. Was wir machen wollen ist, wir wollen den linken Margin vergrößern. Da habe ich euch letztes Mal auch nicht ganz alles erzählt dazu. Denn in Margin Left steht in CSS ein Bindestrich dazwischen. Margin minus Left. In JavaScript ist es nicht möglich mit dem Bindestrich. Deswegen sagen wir hier Margin und dann groß geschrieben Left. Geht es dann weiter. So, okay, wir wollen jetzt den Margin Left von unserem X-Element hier vergrößern. Das heißt, wir sagen hier
Erstmal müssen wir ein else hinschreiben und wieder beenden. So, und ups, genau, jetzt wollen wir hier drin einfach sagen, okay, wir wollen unser Margin Left vergrößern, also x oder generell neu setzen, x.style. Style bedeutet, wir wollen eine CSS-Eigenschaft verändern, falls ihr euch noch daran erinnert. Und welche CSS-Eigenschaft wollen wir verändern? Naja, den Margin Left. Ihr könnt dann natürlich wieder mal jede beliebige nehmen, zum Beispiel den oberen Margin oder, keine Ahnung, die Breite oder sowas. Dann animiert ihr eben was anderes. Und hier sagen wir jetzt ganz einfach, wir wollen diese Eigenschaft Margin Left, wollen wir setzen auf das, was wir drauf addieren, was eine Zahl ist. So, und jetzt Vorsicht, wir können nicht einfach diese Zahl setzen, sondern wir müssen angeben, auf wie viel. Und zwar, bei uns sind es Pixel. Das heißt, wir sagen hier Punkt, also wir schreiben sozusagen noch Punkt PX hinten dran. Genau, und setzen hinten dran, so logischerweise das Semikolon noch, und dann sind wir eigentlich schon fast fertig. Wichtig ist jetzt allerdings noch, wir müssen diese Variable add irgendwo noch vergrößern. Das heißt, wir müssen hier immer noch eins drauf addieren, damit wir irgendwann auch über 500 sind. Sonst führen wir dieses Intervall unendlich lange aus, machen aber auch nichts, weil wir hier immer 0 drauf addieren. Das heißt, es bleibt einfach unendlich lange gleich, was einfach nichts weiter tut, als Leistung von unserem PC zu rauben, was wir irgendwie nicht wollen. Ups, deswegen sagen wir hier, sorry, das war gerade Missklick, wir wollen add vergrößern, und zwar add plus gleich 1. Oder auch ganz einfach geschrieben, add plus plus, Semikolon. Okay, so können wir jetzt sicherstellen, jedes Mal, wenn wir diese Funktion ausführen, also alle 5 Millisekunden, wird diese Variable add um 1 vergrößert und der Margin Left wird auf dieses add gesetzt. In Pixeln müssen wir noch hinten dran schreiben, damit auch JavaScript bzw. CSS das Ganze so erkennt. Super, wenn wir das jetzt speichern und dann neu laden, dann können wir hier draufklicken und es wird einfach weitergeschoben, 500 Pixel auf die rechte Seite. Jetzt könnt ihr natürlich noch, keine Ahnung, zum Beispiel gleichzeitig noch den Margin Top verändern. Margin Top. Und dann schiebt es das Ding nicht nur auf die rechte Seite, sondern auch gleichzeitig noch nach unten. Also so. So schief. Und das, warum es gerade wieder hochgegangen ist, ist, weil ich gescrollt habe. Eigentlich wäre es da unten, aber das seht ihr nicht mehr. Beziehungsweise nur noch ein klein bisschen. Wenn ich nicht scrolle, sieht das Ganze so aus. Und ja, ziemlich cool, nicht wahr? Also so könnt ihr irgendwelche Objekte auf eurer Webseite hin und her fahren lassen. Übertreibt es damit nicht, man kommt ganz gerne mal durcheinander. Aber für so Slideshows oder sowas ist das super cool. Und ja, das war's eigentlich von meiner Seite auch schon wieder. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.